Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 72. Das Ganze ist ein Wochenupdate, wie immer, Freitag pünktlich 18 Uhr hochgeladen. Ich zeige dir, was ich in der letzten Woche alles Schönes gemacht habe. Ich zeige dir, ja, wie gesagt, was ich alles geschafft habe. Projekte, die nicht fertig geworden sind, so wie das jetzt hier auch oder andere Projekte, die gehen natürlich in der nächsten Woche weiter. Und das Ganze ist ein Bau einer Modellbahnanlage von Anfang an. Daher wird das immer fortwährend weitergeführt und ihr könnt sozusagen verfolgen, wie ich die ganze Anlage aufbaue. Das austauschbare Modul, was ich hier gerade baue, das ist die alte Wartungsstelle. Das ist ein abnehmbares Modul oder auch ein Modul, was ich später nochmal anders aufbauen kann. Wie ich das gemacht habe und den SLA-Druck, den ich diesmal mit reinbringen werde, das kannst du dir gleich im Video alles angucken. Dann wünsche ich dir viel Spaß und dann sage ich mal bis gleich. Damit recht herzlich willkommen zurück zum Video. Wir sehen ja hier oben links jetzt, wo ich gerade baue, das ist unterhalb der Fabrik und links neben dem Steintunnel, was allerdings heute ein bisschen nebensächlich ist, da ich auf der Werkbank arbeite. Ihr werdet das jetzt sehen, ich werde heute, Uli der Springer, ich werde heute ständig zwischen zwei Arbeitsschritten hin und her springen müssen. Das ist einfach so, wie ich schon geschrieben habe, die Trocknungszeiten dabei, die sind nicht außer Acht zu lassen und wenn man wöchentliche Updates macht, da hat man ja bloß eine Woche Zeit und effektiv noch nicht mal, weil ich muss ja auch die Videos noch machen. Das heißt, ich kann ja nicht ständig da sitzen und basteln, aber ich versuche natürlich so viel wie möglich zu machen und ich versuche die Videos interessant zu gestalten. Ich wollte nämlich ursprünglich heute was anderes machen, aber ich möchte ja ein bisschen Abwechslung einbringen. Deswegen dachte ich mir, machst du mal hier an der Stelle weiter. Und ja, warum nicht? Da bin ich. Und das Ganze, was ich jetzt hier mache, ist links, wie gesagt, von dem Steintunnel. Wir sehen ja rechts das Anschlussstückchen, was da gebaut ist, wo ich dann sozusagen dieses Modul, was wir im Hintergrund hier sehen, abnehmen kann. Das hat einfach den Grund, ihr wisst ja, oder auch nicht, kommt drauf an, wie lange ihr meine Videos schon schaut, dass ich nicht unter meine Anlage drunter komme, weil es ja eine Schrankanlage ist, natürlich mit, na, da ich bringe mal ein Übersichtvideo irgendwann dazu, da könnt ihr euch das nochmal angucken. Und komme ich ja wie gesagt nicht runter, also muss ich mir immer Dinge einfallen lassen, dass ich wie hier oben unter die Fabrik, ne, wenn da mal was ist, ich komme nicht runter. Deswegen davor ein abnehmbares Modul und auch wenn da hinten, da fährt ja links jetzt zum Beispiel ein Zug rein oder könnte reinfahren, das möchte ich natürlich, wenn da mal was entgleist, wenn da was hängen bleibt, wenn da irgendwas ist, möchte ich das abnehmen können, so wie ich oben auch den Zeppelin-Landeplatz abnehmen kann. Und dann möchte ich da mal rankommen. Hier sehen wir im Hintergrund übrigens den SLA-Drucker, das ist der Mars Pro. Jetzt war eine wunderschöne beschleunigte Geschwindigkeit gerade drin. Ja, ich mache das immer, dass die Videos nicht so lang werden. Ich hätte Material hier um 3 Stunden zu füllen oder sowas. Aber das möchte ich natürlich nicht, weil dann wird es langweilig. Deswegen beschleunige ich das Ganze immer. Ihr wisst das oder ihr werdet es wissen können, lernen. Also ihr wisst, was ich meine. Und ja, das, was ich jetzt mache, das ähnelt sich natürlich ein bisschen mit dem Steintunnel. Nicht ganz, weil es wird anders aufgebaut. Man sieht es hier schon. Aber es ist natürlich ähnlich. Ich versuche natürlich Sachen, die ich schon mal gebracht habe, zu beschleunigen. Natürlich werde ich es immer noch zeigen, weil sonst habe ich irgendwann gar nichts mehr zu sehen, weil man macht halt Sachen öfters. Wenn ich hier, wie gesagt, ein Häuschen drucke, was ich hier aus dem SLA-Drucker rausgeholt habe, ich werde vielleicht noch eins bauen. Und wenn ich euch das dann gar nicht mehr zeige, ist auch Quatsch, weil es ist ja ein anderes Haus. Es ist ja anders, sind ja andere Voraussetzungen, andere Bautechniken, andere, ach, was weiß ich. Es ist halt anders jedes Mal. Dasselbe ist eben auch, wenn man Gelände baut, es ist bei jedem Stück, was man macht, ist es anders. Und so ähnlich ist das natürlich mit allen Sachen, die ich schon mal gemacht habe.
weil dann bräuchte ich mir ja gar kein Video mehr anzugucken im Internet, weil ich habe wahrscheinlich schon 100 Mal gesehen, wie Gleise geschottert werden, und das zeigen auch wieder andere immer wieder. Ist ja schön, weil jeder macht es ja doch ein bisschen anders und auch jedes Mal ein bisschen anders. So mache ich das ja auch, wenn ich irgendwas baue, dann ist es beim nächsten Mal wieder ein bisschen anders. Und ja, hier sehen wir übrigens gerade, wie das Gebäude vor dem UV-Licht getrocknet wird. Dazu habe ich hier so einen kleinen solarbetriebenen Drehteller. Der wird natürlich praktischerweise von dem UV-Licht angetrieben. Und hier sehen wir jetzt übrigens dieses Photopolymer-Resin in der Farbe Beige. Das ist ein Resin, was ich nicht mit Isopropanol-Alkohol nachher abwaschen muss, sondern ich kann es einfach unter Wasser abwaschen. Das ist alles ein bisschen umweltfreundlicher und auch weniger geruchsintensiv. Kostet sicherlich einen Zacken mehr, aber es lohnt sich tatsächlich. Also wer sich sowas anschaffen möchte, geht man gleich auf wasserlösliches Resin. Das ist also deutlich besser und auch verträglicher als das der andere chemische Keule, die man dann irgendwo da benutzen muss. Ja, hier das Anmalen der Steine ist natürlich auch stark beschleunigt worden von mir. Das haben wir alle schon mal gesehen. Ich möchte es trotzdem im Schnelldurchlauf wenigstens zeigen, wie ich das gemacht habe. Es gibt ja auch Leute, die haben meine Videos noch nicht gesehen, und dann kann man sich das hier angucken, beziehungsweise ich verlinke oben rechts mal das Video, wo ich den Steintunnel gebaut habe. Da ist alles ein bisschen detaillierter, alles ein bisschen genauer und ein bisschen langsamer, und dann ist es da auch recht hübsch. Und während ich das so gebaut habe, habe ich ja auf dem SLA-Drucker das Ganze hier ausgedruckt. Da sehen wir es unten stehen. Da soll es nämlich hinkommen, das Häuschen. Und das markiere ich natürlich jetzt hier auf dem Modul drauf, wo es hin muss. Denn ich möchte ja Beleuchtung mit drauf bringen. Das heißt, ihr kennt mich vielleicht, wenn ich so einen Weg da hinten baue. Das soll übrigens ein Weg sein, der nach oben führt. Dann kommt natürlich Beleuchtung hier mit hin, und da, wo ich jetzt die weißen Punkte mache, da wird nachher durchbohrt, und ich habe da immer mal noch ein paar andere Gedanken zwischendurch. Dann wird es wieder ein bisschen versetzt, und dann, naja, man muss halt drüber nachdenken. Hier zum Beispiel wäre die Lampe unter dem Dach von dem Häuschen geendet, ne? Das möchte ich ja nicht, das soll ja daneben stehen und nicht ja drunter. Also drunter hätte man es auch machen können, hätte aber, glaube ich, nicht. Deswegen habe ich das dann gelassen. Und auf diesem Modul kommen jetzt hier, lasst mich mal rechnen, 4, 7 Laternchen kommen hier hin. 4 Stück hier unten und 3 auf dem Weg, der nach oben führt. Die werden verschieden geschaltet oder auch einzeln geschaltet, sodass ich nicht immer alle, also ich will keinen Weihnachtsbaum hier entstehen lassen. Deswegen möchte ich natürlich die verschieden schalten können, beziehungsweise auch die Lampen, die den Weg oben beleuchten, die werden etwas dunkler sein als zum Beispiel die beiden Lampen jetzt hier zwischen meinen Händen wären die jetzt gerade gewesen. Ich mache mal Pfeiler noch ran. Die sollen eine sogenannte Wartungsplattform nachher beleuchten, wo ja die dann dort steht. Das ist so eine kleine Plattform, die drucke ich mir selber aus dem 3D-Drucker aus, in dem Fall ein PLA-Drucker. Und das zeige ich euch im nächsten Video. Das kriege ich heute nicht mit hin, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Und die Laternchen, die wir jetzt hier gerade sehen, die teste ich natürlich vor. Da möchte ich wissen, dass die funktionieren, denn nichts ist doch schlimmer. Man baut alles ein, verklebt und macht und baut, und dann geht eine Laterne nicht, und man stellt zum Schluss fest, dass da irgendwas nicht hinhaut mit der Laterne selber, gar nicht mal mit der Beleuchtungsverkabelung unten drunter, sondern die Laterne nicht, und dann ärgert man sich, dann reißt man alles wieder raus und ach nee. Also vorher getestet, dazu habe ich mir damals so ein kleines Kästchen hier gebaut. Das geht da recht einfach, da kann man die Drähte so drauf drücken und dann leuchtet das schon, da ist also ein Widerstand drunter. Und dann kann man das austesten. Ja, hier fummel ich die natürlich durch. Das ist alles gar nicht so einfach, weil ihr wisst ja, dass ich diese Steinformation tatsächlich aus Stein baue. Wir haben es ja am Anfang gesehen. Also ich forme hier nicht mit Gips irgendwas zusammen, sondern ich verbaue tatsächlich Steine. Zum einen ist natürlich auch die Haptik, also wenn ich jetzt dieses Modul in der Hand halte, das ist richtig schön schwer. Und wenn ich das nachher später dahin baue oder hinsetze, wo es hinkommt, das liegt dort einfach. Das ist nichts Leichtes, wo man einfach da das rauskicken kann, sondern das ist wirklich schön schwer. Das kann man dann wunderschön raus und rein machen. Und das liegt auch, weil es kommen ja drunter noch Federkontakte, weil der Strom oder die Stromübertragung, die mache ich nicht mit dem Stecker, sondern mit Federkontakten. Das habe ich ja in dem anderen Modul auch schon gemacht. Da komme ich aber in dem Video drauf zu sprechen, wenn ich es dann tatsächlich mache. Dann zeige ich es nochmal kurz, wie ich es gelöst habe. Also keine Sorge, das kommt alles noch. Was ich jetzt hier im absoluten Schnelldurchlauf gerade laufen lasse, ist wieder die Bemalung mit Wash, mit Schwarz. Das habe ich alles schon mal gezeigt beim Steintunnel. Da ist das so ähnlich gewesen.
Da kommt noch viel, viel mehr oben drauf. Ihr kennt das. Das wird also, ich versuche das noch so echt wie möglich aussehen zu lassen. Aber da kommen wir noch mal drauf, denn jetzt möchte ich erstmal ja, zwangsweise meine Schienen reinigen. Wir sehen da hinten schon den Reinigungswagen. Der ist also nicht auf Staubsaugen gestellt, sondern der ist auf Reinigen gestellt. Das heißt, da ist ja dieses kleine Pad unten drunter mit dem Schleifpapier und da muss ich jetzt einfach mal wieder meine Gleise reinigen, weil ich baue und baue und baue und komme fast nicht zum Fahren. Oder beziehungsweise ich mache die Gleise immer dort sauber, wo ich fahre, wo ich teste. Und dabei habe ich festgestellt, was heißt, ich habe es nicht festgestellt, ich habe den rechten Teil meiner Anlage, wo ich zurzeit gar nicht filme, also wo die Fabrik da oben zu sehen ist, da bin ich relativ selten unterwegs und da sind die Gleise natürlich so wunderschön verdreckt. Und deswegen muss ich die jetzt einfach mal reinigen. Wir sehen hier, ich fahre auch rückwärts mit meinem Reinigungswagen. Das heißt, der reinigt erst und dann kommt die Lok hinterher. Andersrum finde ich natürlich blödsinnig. Außer die Gleise sind relativ sauber, da kann man natürlich andersrum fahren. Wenn die aber so verdreckt sind, wie ich das hier habe, dann ist Rückwärtsfahren natürlich die erste Wahl, sodass man erst reinigt und dann drüber fährt. Und ja, ich musste auch, das sehen wir jetzt hier gerade gar nicht, das sehen wir nachher, glaube ich, in anderen Aufnahmen noch. Da muss ich teilweise sogar hin und her fahren, weil ich merke das ja, wenn mein Reinigungswagen stockt oder sich nicht weiter dreht, dann hat er einfach keinen Strom mehr. Also rückwärts oder in dem Fall vorwärts gefahren und nochmal drüber und nochmal drüber und dann war das Ganze sauber. Ich habe auf diesen auf meiner gesamten Strecke, ich bin jetzt so bei 35, 37 Meter Gleis, habe ich zwei Pads schon zermöbelt jetzt hier dabei. Also ich habe da wirklich intensiv gereinigt. Wir sehen, ich musste auch gerade umdrehen, weil der Reinigungswagen einfach stehen geblieben ist. Das ist die untere Ebene übrigens, die zum zweiten Anlagenteil später führen wird. Hier rechts sehen wir das Gleis. Das ist nur so ein Proforma dahingelegt. Und ja, jetzt fahre ich schon wieder andersrum. Es geht einfach nicht anders. Und da kommt ja später die große Brücke, die an meiner Zimmerwand lang geht. Die wird so, weiß ich nicht, also insgesamt 1,80 Meter lang werden. Aber ich habe mir da was Neues ausgedacht. Die Brücke selber wird, und das war der Rückteil jetzt meiner Anlage, was wir hier gerade sehen. Da bin ich jetzt sozusagen in einem Tunnelbereich. Dahinter ist eine Doppelkreuzungsweiche, da wo die Lok jetzt vor mir käme. Die ist relativ sauber, weil das jetzt, ist es staubgeschützt da unten. Das ist der große Vorteil, ne? Aber auf der anderen Seite, ich baue und baue und baue und da fällt natürlich, Entschuldigung, da fällt natürlich wahnsinnig viel Dreck an, Staub und ja, was so alles rumfliegt, wenn man baut. Und dabei sind die Gleise natürlich so herrlich verdreckt. Jetzt nicht falsch verstehen, ich habe ja keine total siffigen Gleise, die Lok, die fährt ganz sauber, das sieht man. Aber trotzdem müsste ich mich da etwas intensiver drum kümmern, dass das natürlich entsprechend alles ein bisschen, naja, flüssiger laufen kann. Also noch flüssiger. Also es läuft ja. Das ist jetzt schon ein Frosch im Hals hier. Es läuft ja. Und aber trotzdem muss man sich ein bisschen drum kümmern. Und weil ich jetzt nicht so viel fahre wie manche, die ihre Anlage noch voll im Bau haben. Wie gesagt, da sieht man die Holzkonstruktion und da wird gefahren und gefahren und man sieht kaum was an Landschaft. Nicht falsch verstehen, das ist wunderschön, was man da sieht. Aber ich bin halt ein Freund von, dass man eben auch die Anlage komplett aufbaut. Und ja, Quatsch jetzt mal beiseite hier. Hier sehen wir jetzt meine Wendel. Da hatte ich ein bisschen Bedenken gehabt, als ich die damals gebaut habe. Ich hatte ja, wer es weiß, früher eine Spur Z. Da war die Wendel natürlich sehr, sehr klein. Und die habe ich dann umgerüstet. Deswegen sieht man ja auch so ein bisschen, was da rumgebastelt ist, auf die Spur N. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Und ich dachte, naja, mal gucken, ob es reinpasst. Die Wendel ist zum Glück nicht wirklich dreckig. Die ist schön geschützt, die ist im Schrank drin. Das ist ein mittleres Schrankteil. Und wir werden es ganz zum Schluss nachher nochmal sehen. In dem Fach oben drüber, da stehen zum Beispiel meine Flüssigkeiten, so das Propanol und Holzleim. Das ist im Fach oben drüber mit so einer Glasplatte. Und unten drunter liegen so die ganzen Bausätze und Materialien, die ich so verwende. Und deswegen ist das schön geschützt. Das Ganze ist beleuchtet worden von mir mit LEDs hier, das sehen wir ganz gut. Und das war teilweise sehr, sehr knapp. Also hier ist ja noch richtig Platz dazwischen. Da war ich eigentlich froh, dachte ich, jo, super, das passt schon. Und dann kommen zwei Stellen, das wäre jetzt hier, die gleich kommt. Die war auch noch relativ luftig, ne? Wir sehen es hier. Aber dass danach
Da habe ich wirklich, ich glaube, einen halben bis einen Millimeter Platz. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, mit diesen Bildern lasse ich euch alleine. Und dann sehen wir uns nächste Woche, pünktlich Freitag 18 Uhr, dein Aquapinter aka Uli. Macht's schön gut, tschüss.